feeling jaded, huh? Used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on the run, though, I'll give it to you, but baby, don't get it twisted. It was just another funny hill. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr schon gesehen habt, geht es heute um mein allererstes Schuhhaul. Mein allererster Schuhhaul, so herum. Und zwar habe ich vor einer langen Weile mal Schuhe bestellt von einer amerikanischen Seite. Die nennt sich, ich gebe das nochmal hier unten an, The Wardrobe, also oder teamwardrobe.com. Dort habe ich mir richtig krasse Schuhe bestellt und die kommen ja halt aus Amerika. Das heißt, wenn ihr Schuhe dort bestellen wollt, müsst ihr aufpassen, wegen der Versand ist sehr teuer, je nachdem wie viel Schuhe ihr bestellt. Und natürlich die 19% Mehrwertsteuer beim Zoll. Da müsst ihr auch darauf achten, dass ihr dann noch das Geld noch mit reinrechnet. So sieht hier die Seite aus. Team Wardrobe. Genau, die hat einen Sale und deswegen habe ich da eingekauft. Schuhe so für 15 Dollar und was weiß ich was. Also ist umgerechnet in Euro so 10, 15 Euro haben so die Schuhe. Teilweise kosten auch manche 20. Leider habe ich keine Preise mehr und es kann auch sein, dass es die Schuhe so nicht mehr gibt. Für die, die denken, ich habe nichts an, ich habe was an und zwar so ein Tube-Top. Okay, also alles ist gut. Ihr könnt euch wieder zurücklehnen. Es ist nur so todesheiß in meinem Zimmer, weil die Sonne da immer reinscheint. Also mein Zimmer liegt auf der Seite, wo die Sonne reinscheint und deswegen wird es mal hier todeswarm. So, bevor ich hier quatsche über Sachen, die eigentlich nichts mit diesem Video so zu tun haben, würde ich sagen, beginnen wir mit unserem Schuhhaul. Ich habe die Schuhe auch alle anprobiert. Da werde ich immer separat so einen kleinen Videoclip irgendwo hier im Bildschirm haben, dass ihr euch das mal angucken könnt, wie die aussehen. Und paar von den Schuhen verkaufe ich auch. Also wer Interesse hat, kann mich gerne anschreiben, weil die Schuhe passen mir leider nicht. Also ihr könnt mich gerne anschreiben und die Schuhe dann kaufen. So, als allererstes habe ich hier die diese Schuhe, die sehen so hier aus. Ich werde jetzt noch einen Clip reinsetzen, wo ihr sehen könnt, wie die getragen aussehen. Und zwar sind das so Plateauschuhe, würde ich schon sagen. Wie ihr seht, sehr hoch, aber hier hinten, der ist auch richtig dick. Und dadurch, also ich hatte die auch schon an, dadurch kann man wirklich sehr einfach, sehr leicht damit laufen. Und ich habe einfach diese Kombination mit diesem Braun und dem Weißen voll schön gefunden. Dachte ich mir, ich hole die mir. Ja, so sehen die aus. Größe ist eine 6, also ist eine 37. Ich trage nur eine 37. Deswegen haben die wirklich perfekt gepasst und ich liebe die. Und ja, als nächstes habe ich dieses Paar. Und zwar habe ich das hier genommen an dem Model. Sah das richtig, richtig gut aus. Und ich habe das auch schon mal bei anderen YouTuberinnen gesehen, also amerikanischen YouTubern, die Schuhe. Und dann dachte ich mir, boah, ich muss die unbedingt haben. Die sind auch relativ hoch, haben aber vorne hier diesen Plateau. Das heißt, das erleichtert einen trotzdem, dass man gut damit laufen kann. Aber was ich halt bei denen nicht so mag, weil, okay, weil ich habe so einen breiten Fuß vorne und dann ist immer sowas ein bisschen schwierig. Hier vorne, das drückt so ein bisschen, aber das ist auch hier eine 37, die ich genommen habe. Zugehen tut das hier hinten und hier sind so ein Blumenmuster, schwarz mit so einem Blumenmuster. Das gab es auch in einer anderen Farbe, aber die habe ich leider nicht bekommen. Und ja, das sind die. So, als nächstes habe ich hier welche, boah, das sind einfach meine absoluten Favorites von den ganzen, die ich bestellt habe. Das sind so eine Jeans Heels. Die sind komplett aus so einem Jeans Material. Und das Coole daran ist, es ist einfach nicht nur einfach so ein Jeansmaterial, sondern es ist so wie so destroyed so ein bisschen, wie man so hier sieht, ist das hier so ein bisschen wie bei einer Ripped Jeans so. Das finde ich halt so krass dran und das hat man wirklich überall. Und was ich auch richtig krass finde oder toll finde, ist das hier hinten. Irgendwie gefällt mir dieses Detail hier hinten so richtig, richtig gut. Und die sind auch schön hoch. Ich liebe ja hohe Schuhe. Und ja, die hatte ich auch schon an und ja, man überlebt schon. Zwar nicht so für den ganzen Tag so, wenn man unterwegs ist, aber so ein paar Stunden überlebt man auf jeden Fall damit.
Und wir haben hier eine goldene Schnalle. Das finde ich auch nochmal richtig gut, weil ich liebe Gold, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Die will ich kombinieren mit einem kompletten Jeans-Outfit. Ich glaube, das wird richtig, richtig Bombe aussehen. So, als nächstes habe ich so ähnliche. Und zwar solche beigen mit so einer Schnalle aus Rose Gold. Also diese Kombination gefällt mir auch richtig gut. Und zwar haben die hier so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das nennt. Haben die auf jeden Fall hier hinten so ein Zeug, sieht man ja. Und das Coole ist, die kann man zwar so hier zumachen, aber man hat hinten nochmal hier auf jeden Fall einen Reißverschluss, dass man schneller in die Schuhe reinkommt. Und die hatte ich bis jetzt noch nicht an. Eine Freundin von mir hatte die an und ich fand die auch richtig gut. Und die Nude-Farbe, also ich habe die bestellt, weil die so eine Beige-Nude-Farbe hat und ich noch keine. Na doch, ich habe solche Schuhe. Aber ich dachte, ich hätte solche Schuhe nicht, aber. Ja, auf jeden Fall, ja, die gefallen mir auch sehr gut und die habe ich auch in einer 37 geholt. Ich zeige euch auch hier, wie die aussehen. Ja, die gefallen mir richtig, richtig gut. Die hatte ich aber bis jetzt noch nicht an. Kommen wir zu Schuhen, zu den Schuhen von den zwei, die ich erwähnt habe, die mir leider nicht passen und die ich verkaufen möchte. Die sind auch komplett neu, nicht angezogen. Und zwar die hier. So eine, ich weiß gar nicht, wie man solche Art Schuhe nennt. Und zwar haben die hier so ein Schlangenmuster vorne. So ein Schlangenmuster. Und dann hier seitlich ist einfach mal durchsichtig mit so einem, ja, so Plastik. So durchsichtig ist das. Und hinten hat man wieder dann dieses Schlangenmuster. Und an der Seite hier sieht man ja rein. Und hat da auch nochmal dieses Schlangenmuster. Und die sind in einer 37 zwar, aber die sitzen wie eine 36. Also falls ihr jemanden kennt oder Interesse selbst an den Schuhen habt, die verkaufe ich. Ihr könnt mich anschreiben. Die sind wirklich nicht mal angezogen und die verkaufe ich, weil die mir nicht passen. Oh, ich wollte die unbedingt haben. Naja, egal. So, als nächstes habe ich mir so eine kleine Booties gegönnt. Und den kann man auch nicht genug haben. Und zwar sind sie in so ein Armeegrün. Oh, ich liebe Kaki. Also nicht Armee, doch Armeegrün oder Kaki. Und ich finde die richtig cool. Die haben auch hier diese Fransen. Genau, Fransen haben die dran. So überall laufend schön. Also die sind nicht so hoch. Aber wenn man die anhat, ist es schon ein bisschen schwer drin zu laufen. Weil gerade das hier zusammenläuft. Und man so die kleinen Zehen sich so verheddern miteinander. Irgendwie voll scheiße. Und was ich auch nicht so gut finde, ist halt einfach hier diese Schnürsenkel, die sind ein bisschen zu lang geraten. Vielleicht war es dafür gedacht, dass man irgendwie die nochmal am Knöchel festbindet. Ich weiß es nicht, aber mir hat die Farbe halt so krass gut gefallen. Die habe ich aber auch nochmal anprobiert. Und ja, die sind so für den Herbst, Übergang vom Sommer zum Herbst. So, ja, die kann man auf jeden Fall noch anziehen dann. Jetzt kommen wir auch schon zu den vorletzten und zwar denen. Die fand ich auch richtig krass, wieder mit dem dicken Heel und vorne dem Plateau. Und es lässt sich wirklich sehr gut damit laufen. Es ist überhaupt nicht schwierig, aber bis jetzt hatte ich sie wirklich nur in der Wohnung an. Aber in der Wohnung bin ich rumgelaufen damit und das ging relativ gut. Und ich muss schon sagen, also die gefallen mir sehr, sehr gut. Farbe, wie ihr sehen könnt, ist ja schwarz. Die haben auch hier hinten Reißverschluss. Das heißt, man muss nicht vorne immer aufmachen. Das finde ich auch richtig gut. Und die sind eigentlich komplett vorne offen mit den Schnüren. Nur hier vorne sind sie nochmal am Stoff verbunden. Und die habe ich auch in der Größe 37 und die passen perfekt. Und bis jetzt hatte ich leider auch noch keine Gelegenheit, die anzuziehen, aber da kommt bestimmt bald demnächst eine Gelegenheit. Die Schuhe sind größer als mein Kopf. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zu den letzten Schuhen. Das sind so eine so Fake Timberland Style High Heels mit Nieten dran. Und die passen mir leider nicht. Die habe ich in der 5,5. Das ist so eine 36,5. Und zwar sehen die so hier aus. Oh, die sehen so krass aus. Die sehen so krass aus. Einfach, die sehen so krass aus. Oh mein Gott. Oh, ich weiß nicht. Ich habe gehofft, das waren ja auch die letzten. Deswegen habe ich sie trotzdem bestellt. Und ich hatte gehofft, dass sie mir passen trotzdem. Aber nein, passen einfach nicht. Und ich trage eine 37. Deswegen dachte ich, 36,5 könnte passen.
aber die sind ein bisschen klein und die passen einfach nicht. Die verkaufe ich auch. Die hatte ich auch noch nicht an. Keiner hatte die an. Und wie schon gesagt, die sind so Timberland-Style, haben hier vorne seitlich hier so dieses Leder, aber das geht, zieht sich nicht komplett rum, sondern hier endet das und dann hat man hier den Reißverschluss. Das heißt, man muss nicht immer hier vorne die Schnürsenkel aufmachen. Und ich finde die einfach bombastisch. Die konnte ich auch nicht anprobieren. Oh, ich weiß nicht, die passen. Und der hier, also wer auf High Heels wirklich steht und High Heels liebt, für den ist sowas richtig gut, so wie für mich. Ich liebe High Heels einfach. Genau so sehen die aus von vorn. Ich kann auch noch mal irgendwie hier in dem Bild noch, hier in dem Video noch ein Bild hin tun von jemandem, der solche ähnlichen vielleicht anhat oder sogar genau die. Schon allein in der Kamera, die sehen so Bombe aus. Oh, ich wünschte, die würden mir passen, ey. Also wie gesagt, diese zwei Paar, also der und die anderen, die verkaufe ich, weil die nicht passen. Und das war's eigentlich auch schon mit den Heels, die ich von der Seite bestellt habe. Ich werde euch unten einen Link da lassen zu der Seite. Und wenn euch, wie schon gesagt, euch solche Videos gefallen, wo ich auch die Schuhe halt anprobiere, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Wenn ihr dieses Video kommentiert, was ihr vielleicht als nächstes sehen wollt oder was für Art Videos ich machen soll. Vielleicht auch ein Lookbook mit diesen Schuhen machen, die mir passen halt. Könnt ihr gerne unten alles hinschreiben und ich danke euch so für eure Unterstützung die ganze Zeit, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr meine Videos liked und voll die netten, süßen Kommentare da lasst. Ich danke euch dafür wirklich. Ja, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann einfach in meinem nächsten Video.